Assalamu alaikum, marhaban und guten Tag an euch allen, meine lieben Freunde und Geschwister. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt fleißig geübt, sodass wir mit unserer neuen Folge starten können. Heute lernen wir den Ism al-Majrur, den man vielleicht wie die Präposition übersetzen können. Der Majrur, al-Majrur, ist wie al-Mudaf ili, den wir im letzten Unterricht bekommen haben. Dann gehen wir mal direkt ins Thema. Die Araber sind bekannt mit ihrer Hochsprache und Dichtung und über was man am meisten dichtet. Naja, ist die Liebe. So hat man die Frauen mit den schönsten Sachen auf dieser Erde vergleichen wie Anti Kalkamar. Anti Kalkamar, du bist wie der Mond. Anti du Kaf. Wie und den nennt man eben Harfgar. Al-Qamar, der Mond, und den nennt man Ism Majrur und sein Zeichen ist Al-Kasra. Ich glaube, dieser Unterricht wird sehr leicht für euch sein. Gehen wir zur nächsten Präposition. Simahum fi wujuhihim. Simahum fi wujuhihim. Ihre Merkmale befinden sich auf ihren Gesichtern. Sie machen ihre Merkmale. Fi ist Harf Jar und eigentlich musste es auf also alle heißen. Also achtet auf diese Buchstaben, denn durch sie kann sich der Satz ganz schnell ändern. Wujuhim ist Ism Majrur. Das Unglaubliche ist an dieser Verse, dass es viele Menschen gibt, diese Verse falsch verstehen und denken, dass man durch die Merkmale an der Stern erkennen kann, ob eine gutsfertig ist oder nicht. Andere dagegen haben Wege, um sich Merkmale an der Stern zu machen. Und ich würde euch mal raten, darüber mehr nachzuforschen. Wer sich mit der arabischen Geschichte befasst, merkt, dass die Araber vor dem Islam großzügig und gleichzeitig waren. Denn wenn jemand sich um ein Waisenkind kümmern müsste, nahm er sich das Vermögen und tauschte es mit seinem Vermögen, das schlicht war. Wie 10 fette große Kuh gehen, 10 mager Kuh, und deswegen kam dann وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ und tauscht nicht Schlechtes mit Gutem. تَتَبَدَّلُ tauscht ihr فعل أمر. الخبيث مفعول به منصوب. Und die B ist حرف جر. الطيب ist اسم مجرور und sein Zeichen ist الكسرة. Pass jetzt in diesem Beispiel gut auf. تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen. Das Hauptthema ist bei den letzten beiden Worten إلى حرف جر. Und المرافق ist مجرور und sein Zeichen ist الكسرة. Wascht euch die Hände bis zu den Ellbogen. Die Frage hier ist, muss man die Ellbogen waschen oder nicht? Und das weiß man nur, wenn man diesen Buchstaben Ila versteht. Natürlich werde ich die Lösung nicht jetzt sagen. Aber schreibt mir in den Kommentaren, was ihr denkt und was eure Beweise sind. الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء. Die Männer stehen in Verantwortung vor die Frauen. Eine Verse, wo wir uns Frauen echt freuen können. Denn die Männer müssen sich um uns sorgen. Die wörtliche Übersetzung von alle ist auf, was harfiger ist, harfiger ist. Und Anisa ist dann ist Majrur bil Kasra, mit dem Kasra als Zeichen. So, diese Buchstaben reichen, glaube ich, für heute und somit sind wir fertig. Jetzt zu den Übungen
Versuche den Harf Jar mit seinem Ism Majur zu finden und versuche die anderen Buchstaben, die wir gelernt haben, ebenfalls herauszufinden. Kun mukhtalifan an al-akharin. Kun mukhtalifan an al-akharin. Sei anders als die anderen. Wa'mur bil ma'ruf wanha an al-munkar. Wa'mur bil ma'ruf wanha an al-munkari. Gebiete das Rechte und verbiete das Verwerfliche. ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا أصلبنكم في جذوع النخل. So werde ich euch an Palmstämmen kreuzigen. Diesen Beispiel habe ich extra erwähnt, weil euch hier anstatt an also alle في gesagt worden ist, um zu beschreiben, wie befestigt sie an den Palmstämmen waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder mal vorbei. Abonniert unseren Kanal, teilt ihn, schreibt uns eure Meinung und ma'a salama, assalamu alaikum, euer Bilqalam.